Hier bist du nun, Corvo. Inmitten der hohen Festung deines Feindes. Was für ein beeindruckendes Bild du auf deinem Weg zum Lordregenten abgibst. Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut oder mit der Wahrheit? Es ist nicht einfach, zu ihm zu gelangen. Wenn die Kaiserin so gut bewacht gewesen wäre, wie anders würde die Lage heute sein? Ist es nur Rache, die du suchst, oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du Wiederherstellung, Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reißen? Wie auch immer, ich erwarte ein großes Spektakel. Alles klar. Ich denke, unsere Mission ist klar. Wir werden ihn nicht töten, sondern auf andere Art und Weise beseitigen. Aber bevor wir das tun, möchte ich alles hier raus haben, was es gibt. Look, a penny. Natürlich nicht. Hier komme ich wohl nicht weiter. Das heißt, ich muss hinten rum. Das dürfte kein Problem darstellen für mich. Gehen wir mal hier hoch. So können auch zwei konkurrierende Gedanken. Und jetzt? Ich bin nicht da. Wenn du dich zeigst, werde ich milde walten. Ja, bestimmt. Scheiße. Überall nachsehen. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich werde dich finden. Bring mich nicht dazu, die Stadtwache zu rufen. Oh. Ernsthaft? Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Outsider. Wir wissen, dass du hier bist und wir werden dich finden. Nein, werdet ihr nicht. Weil ihr gar keinen Anhaltspunkt habt. Hallo? Hallo? Hallo, hier bin ich. Guck mal nach oben, ich winke dir. Hallo? Hallo? Ich finde dich schon noch. Na, wann hast du Feierabend, Süße? Lust auf einen Kaffee? Kannst dich nicht ewig verstecken. Doch, ehrlich gesagt, das könnte ich. Guck mal, ich bin auf eurem Kronleuchter. Bring mich nicht dazu, die Stadtwache zu rufen. Ja. Bestimmt. Schon müde? Hallo? Hallo? Ich bin doch hier, meine Süße. Nice. Loot? Loot, 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 loot. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Kann der mal einers Maul stopfen? Das war witzig. Auf Wiedersehen. Wir beschleunigen das Ganze jetzt mal ein bisschen. So. Fertig. Da drin ist noch einer, der rumgammelt. Ups. Aber den bekommen wir auch noch. Was geht da drüben vor sich? Nichts. Was sollte denn hier vor sich gehen? Ich weiß nicht, wovon du redest, mein Lieber. Was zum? Oh. Nee, also. Ah, oh, das trifft sich ja gut.
Na, kommst du mal mit. Ach, da geht einer pinkeln. Gehen wir mal hier rein. Leg mal dich mal hier so hinter den Vorhang. Oh, es tut mir also so leid. So leid tut es mir. Nicht! Alles voll Trottel. Hast du was gesehen, mein Lieber? Ich nämlich nicht. Vielleicht ein Gespenst? Und auch du kommst hier hinter. Leute, Leute, Leute. So, ist hier noch Loot zum Abgrabbeln? Oh. Ja, den kriegen wir auch so. Auf Wiedersehen. So, da du gerade schon auf der Toilette warst, wirst du da auch bestimmt gerne wieder hingehen. Da kannst du in deiner Pisse pennen. Bitte gern geschehen. Niemand. Geil. Aha. Ja, ja, schlaf du mal schön. Oh, look a penny. Bla, 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 bla. Oh, look. Loot, 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 loot. Oh. Zack, einmal kurz hier hoch. So, wir beschleunigen das jetzt echt etwas. Zack, hier ins Eck mit dir. Hab da nämlich jetzt ehrlich gesagt keine große Lust drauf, hier Stunden drin zu verbringen. Beende die Herrschaft, bla 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 bla. Finde die Gemächer des Lordrigen, habe ich anscheinend gerade gefunden. Ich will aber nicht den Lordregenten töten, ich will ihn ausschalten. Mal schauen, was da die nicht tödliche Option ist. Falls es hier überhaupt eine gibt. Knochenartefakte, das hatten wir doch schon. Na, wie auch immer. Notizen. Nein, Ziele. Ja. Beende die Herrschaft des Lordregenten. Eliminiere. Finde die Sendezentrale. Eliminiere den Foltermeister. Ich dachte, mit eliminieren war... Naja. Keine Ahnung. Vielleicht kommt da ja noch was. Nobody knows. Super. Nichts, was war das? Nichts, was soll denn da gewesen sein? Da war doch nichts, mein Lieber. Was soll da gewesen sein? Lass uns doch mal gemeinsam nachschauen, was hier war. Also ich sehe nichts. Guck du mal hier genauer nach. Ich bin mal weg. Oh, guck mal. Ah, natürlich kann ich das nicht nehmen. Werde das... Oh, Loot. Ich sehe Loot, 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 Loot. Loot, 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 Loot,
Komm, jetzt laufen wir mal ein bisschen schneller. Oh. Fuck. Ach, das ist so ein Heinz. Och, natürlich. Ah. Ha? Da habe ich, glaube ich, gerade was gesehen. Und ja, das habe ich. Ach, muss der jetzt hierher kommen? Und ich habe keine Betäubungspfeile mehr. Perfekt. Mal kurz schließen. Kaiserliches Zigarettenkästchen. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Bin ich bescheuert? Wo ist... Ah. Knochenartefakte. Ich glaube, der Typi da hinten wurde gefunden. Wenn du aus Wasserhähnen trinkst, regeneriert sich ein kleiner Teil deines Manas. Was brauche ich nicht? Wasserratte, du kannst etwas schneller spielen. Ja. Gegner verfehlen dich häufiger mit Pfeilen und Bolzen. Vergrößert sich deine Sicht. Ja. Ja. Starke Arme. Die brauche ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Geistvoll auch. Oder? Trinken geben dir noch mehr Mana. Ja, du, dann mache ich mal hier Wasserratte. So oft schwimme ich nicht. Wasser des Geistes. Sehr wichtig. Und wo hören. Bist du? Emily, meine Tochter. Eines Tages wirst du erwachsen sein. Und ich frage mich, was du von diesen Jahren behalten wirst. Wirst du dich gern an deine Kindheit erinnern? Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Oder gab es zu viele Kinder, Mädchen, formelle Essen und langweilige Geschichtsstunden? Vielleicht werden die kostbaren Stunden, die wir miteinander verbracht haben, heller leuchten. Die Zeiten mit deiner Mutter und mit Corvo, der meinem Herzen so nahe stand. Ich hoffe, dass Ratten und Seuche nur ein vorübergehender Schatten sein werden. Alte Erinnerungen. Krisen kommen und gehen. Gemeistert von deiner Mutter und ihren Beratern. Du wirst auf dem Thron sitzen und weise herrschen. Das Leben ist schwer, voller Verantwortung und Gefahren. Du konntest dir nicht aussuchen, die Tochter einer Kaiserin zu sein, aber du wirst mit den Herausforderungen wachsen. Bewahre dir dein gutes Herz, Emily. Zeichne und erzähle Geschichten. Und teile deine Macht nur mit Menschen, denen du wirklich vertraust. Ich werde dich finden. Schöne Worte tatsächlich. Halt aber die Schnauze. Ich zeig dich. Ja, Herumtreiber. Ist natürlich jetzt nicht so super. Auf jeden Fall werde ich mich um Emily kümmern. Ich gebe dir mein Wort. Auf Wiedersehen. So, hier hatte ich noch jemanden gesehen. Ah, nee, da drin. Wie komme ich da rein? Hallo? Wie komme ich da rein? Ah, hier ist eine Tür. Was? Nichts. Nichts. Gar nichts. Nimm das. Oh, oh. Oh.
Na, siehste. Öfter hier. Ah, Schlüssel. Aha. Oh, da hat wohl einer die Heizung kaputt gemacht. Ja, das sieht der Klempner aber nicht so gerne. Hm? Oh. General Tobias. Ich muss Sie einmal mehr drängen, Sir. Der Foltermeister kommt jetzt regelmäßig bei Nacht in die Kaserne. Gestern Nacht wachte Corporal Huso auf, um zu sehen, wie der Irre ihm im Dunkeln angeschielt hat. Andere Männer berichten, dass ihnen persönliche Gegenstände abhanden gekommen und dafür seltsame Dinge zurückgeblieben sind. Sanders sagt, er habe ein paar Zähne in sein Taschentuch gewickelt gefunden. Zähne! Und Bilson fand 3 angemalte Rattenköpfe auf einer Schnur in seinem Rasieretui. Was auch immer dahinter stecken mag, es muss aufhören. Die Männer sind verunsichert und ich weiß nicht, wie lange ich sie noch davon abhalten kann, in den Raum dieses Drecksacks zu gehen, um ihn zu Tode zu prügeln, während er noch schläft. Mir egal, wie sie ihn nennen. Henker, Foltermeister, kaiserlicher Befrager oder fledermausgesichtiger Troll. Er muss sich von der Kaserne fernhalten. Erster Kommandant Gregory. Weg damit! Schnauze, du siehst mich nicht. Sollen wir uns heute an? Halt die Schnauze. Ein Buch. Bitteschön. So. Huch, das wollte ich nicht. Ich brauche, glaube ich, eher das Auge gleich wieder. Ah. Wir werden ihn auf jeden Fall... Der Attentäter? Nein. Hier, schlaf gut, Arschloch. Da. Ah, in Rinn. Ach, guck mal. Lord Regent, zweifellos ist es eine Verschwendung Ihrer kostbaren Zeit und ich zögere, es auch nur zu erwähnen, aber scheinbar hat sich jemand am Abend der Feier im Boyle-Anwesen unter dem Namen Corvo Atano ins Gästebuch eingetragen. Sicher nur ein kranker Scherz. Aber da Sie darum gebeten haben, über solche Gegebenheiten informiert zu werden... Und da wir in aller Offenheit den Körper des kaiserlichen Schutzherrn nie gefunden haben, dachte ich, es sei das Beste, die Sache zu melden. Entschuldigen Sie, dass ich Sie damit belästige. Ich weiß, dass Lady Boyle Ihnen nahe stand. Gezeichnet Hauptmann Galloway. Ja, das waren wir tatsächlich. Hallo? In der Tat, das glaube ich. Tyvia. Pierus Mana Elixir. Ja, bitte, dann hier. Co-
Kombination erforderlich. Steht hier was drin? Nee. Habe ich hier was in Notizen vielleicht? Blablabla, hier war nichts. Liebster, ich glaube nicht. Offizieller, ich glaube auch nicht. Was in dem Raum vielleicht? Vielleicht in diesem Buch? Ich glaube nicht. Gott, bist du hässlich? Ist ja voll der Häslo. Aber was für einer. Ist auch nichts drin. Ist hier im Bild was versteckt? Das könnte eine 5 sein. Das ist eine 1. Das könnte aber auch nichts sein. Ach komm schon. Wie komme ich an die Kombination? Tyvia. Wie wär's denn mit 080? Warum nicht? Wer hätte das gedacht? OWH. Ganz genau. Hier sind auch nirgends Zahlen drauf, nehme ich an. Nope. Und hier auch nicht. Das ist das einzige Bild mit Zahlen. 080 vielleicht. Zahlendreher. Könnte ja sein. OWH. Ich bezweifle es. Okay, probieren wir mal aus. Ja. Wohl nicht. Okay. Schade. Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Ja. Sie wird. Gucken wir doch mal. Wie wir da jetzt vorbeikommen. Alter, der ist ja mega gut platziert da drüben, du. Boah. Sonst brauche ich das Kabelwerkzeug ja nie auf. Ach, hier war der. Naja. Alles klar. Bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lordregenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lordregenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. Alles klar.
Dann machen wir das doch. Würde ich mal sagen, wa? Bin ich mit einverstanden, mein Lieber? Huch! Da latsche ich jetzt nicht runter. Wäre viel zu doof. Scheiße, ich habe die Kombination wieder vergessen. Ziele, bla 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 bla. 935 war die Kombination. Geiserlicher Meisterspion. Wir hatten eine Abmachung. Ich hatte bereits weiterführende Pläne gemacht. Der geiserliche Schutzherr war kein Teil der Abmachung. Sie haben mir versichert, dass Sie und das Mädchen allein sein würden. Hiermit erhöhe ich den Preis für unser Unternehmen. Deponieren Sie das zusätzliche Geld im anderen toten Briefkasten. Ansonsten kommen wir persönlich vorbei, um es uns zu holen. Gezeichnet Daud. Der geiserliche Meisterspion. Natürlich, das Juwelenkästchen. Nicht tödlich. Bla 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 bla. Hallo. Zack, dann latschen wir mal da hoch. Und das war jetzt natürlich ein Zufall. Ja, wo ist er denn? Weg. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage im Schmutz und Suff verbringen, Obdachlosen ohne Arbeit um Geld bettelnd, für das unsereins Haar schuften muss. Und der Plan war einfach. Die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs. Was macht ihr da? Doch die Ratten entwickelten ein eigenes Leben. Das ist hochverraten. Versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle bitte euch. Und dann begann die Leute fast die Stadt zerstört. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ja, Sir. Ich wusste, die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen und selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben. Eine Kaiserin zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne, Abschiebung der Kranken. Aber es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht. Oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert. Er wäre aufgegangen. Genau. Wenn jemand sie festhält, warum meldet er sich dann nicht? Es sei denn, es glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, ich zweifle. Nice. Du hast nichts gesehen. Nichts. Ach, komm schon. Gibt's da nicht. Kann man nicht mal hier in Ruhe die Leute hier ins Zimmer verschleppen? Ah. Ade. Winke, winke. Nix Wache, du Arschkriecher. Dann halt nicht. Ups.
Ups. Upsi, ups. Ein erneuter Versuch. Oh. Das nenne ich große Scheiße. Okay. Gehen wir mal gucken, was hier so ist. Wäre auch mal interessant. Zum Dach. Nee, da kann ich nachher mal rausgehen und schauen. Aber es gibt hier noch viel Loot. Aber niemand. Gar nichts. Hey, das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Ernsthaft? Gibt's doch echt nicht. Komm jetzt, verpiss dich. So, auf Wiedersehen. Oh. Ich komme wieder. Oh.